Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Metroid Zero Mission. Und da oben könnten wir mal hochgehen, bevor wir uns dann ins letzte Gebiet begeben. Nur eine Sache, die stört mich noch. Und zwar komme ich hier nicht dran. Da würde ich gerne einmal rankommen, mir fällt das Wort nicht ein, weitermachen, so. Hier gibt's auch nichts. Aber der kommt auch viel zu schnell runter. Vielleicht kann ich den, genau wenn ich von hier komme. Dürfte es wahrscheinlich einfacher sein. Sehr unpraktisch, dass sie auch dann noch so schnell kaputt gehen. Vielleicht reicht das ja auch schon, wenn ich den erst abschieße, wenn der auf dem Boden ist. Da habe ich nur das Problem, ich darf den natürlich auch nicht abschießen. Ich muss den abschießen, wenn er kurz vorm Boden ist. Na, ich mach das mal kurz. Ihr wisst ja, wie es geht. Dann verschwende ich ja jetzt auch nicht so viel Zeit. So, hab's geschafft. Direkt nach dem zweiten Versuch. Hätten wir auf jeden Fall schon mal noch einen Energietank mehr. Den hätten wir eh schon relativ früh bekommen sollen. So. Ich glaube, im Großen und Ganzen gibt es aber hier auch gar nicht mehr so viel zu entdecken. So. Jetzt können wir noch schauen, ob wir hier irgendwie hochkommen. Okay. Ich habe gerade keine Ahnung, was das für ein Gegenstand ist. Dann können wir ja auch jetzt weitergehen. Ich meine, wir haben ja alles, was wir sonst wollten. Müsste es halt nur noch schaffen, da hochzukommen. So, jetzt kommen wir hier einmal rein. Hier einmal durch. Und sogar guter Letzt einmal hier lang. Und hier gab es ja das Problem, dass ich hier nicht lang kann. Genau. Alles auch gar nicht so wichtig. Einfach aus dem Grund, weil das nur Supermissiles sind. So, wir müssen noch weiter hoch. Und hier lang. Hier waren wir ja am Anfang einmal schon mal. Und da gab es ja nichts für uns. So. Das aber sollte sich, wenn ich endlich mal dort bin, wo ich hin will, der Durchgang geöffnet haben, der sich erst öffnet, je nachdem welchen Boss man besiegt. Genau, der erste ist für Quaid und der zweite für Ridley.
Das sind die Metroids. Wir speichern hier einmal kurz. Also im früheren Teil war es ziemlich einfach, sobald man einmal den Eisbeam hatte. Oh, das ist ein Weltraumpirat, der besiegt wurde, aber da war was auf dem Boden versteckt, oder? Oh ne, das ist einfach nur Deko. Okay. So, das Spiel will mir eigentlich, glaube ich, nur beibringen, wie ich die Metroids besiege. Und zwar einmal abschießen. Und dann mit Raketen abschießen. Ich muss jetzt aber nicht die Super Missiles dafür verwenden. Ich denke, das bekommen wir auch mit normalen hin. Und wenn sie einen mal haben, muss man einfach in den Morphball. Aber es scheint so. Das ist doch mit den Super Missiles. Auf den schießen. Wenn ich ihn dann treffe. Okay, geh auch mit normalen Missiles. Ist ja schon mal gut, dass wir so viele haben. So. Jetzt kommen wir aber durch. Muss man doch ein bisschen aufpassen. Und Super Missiles haben wir neue. So, sehr nervig. Auf jeden Fall. So, was gibt's hier unten? Wahrscheinlich hätte ich erstmal oben lang sollen. Auch immer gucken, dass sie auf einer Höhe sind, so dass man die auch gut abschießen kann. So. Irgendwas habe ich verpasst. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber klar, dass sie irgendwo runter geht. Oh je. So, dann haben wir das geschafft. Der fängt mich auch immer wieder. So.
Jetzt kommen wir aber durch. Jetzt kommen wir durch. Und können einmal speichern. Aber fast das ganze Leben haben wir verloren. Ich meine, schwer war es jetzt nicht hier hinzukommen, aber. Können wir davon irgendwas bekommen? Ja, ist ja gut. Wenn wir hier unser Leben wieder auffüllen. So, gleich haben wir's. Wahrscheinlich ist es sogar gerade ziemlich schwachsinnig, dass ich das hier mache. Aber ich gehe lieber nur mal sicher. So, jetzt gehen wir einmal durch. Okay, ich merke schon. Aber wir haben ja den Dingsjump, also machen uns diese. Also, ich bin gerade etwas überfordert, wenn ich ehrlich bin. Also, im Vorgänger war es einfacher. Das war es auf jeden Fall um einiges einfacher. Weil jetzt muss ich mir mein Leben wieder auffüllen. Wo ich denke, mache ich wieder. Obwohl. Brauchen wir nicht extra einen Cut. Ich meine, die letzten Gegner in Metroid waren ja immer relativ schwer. Aber der ist ziemlich schwachsinnig, weil Vorgänger konnte man gut ausweichen immer. Na ja, hier hatte ich gerade irgendwie das Gefühl, dass es nicht so gut ging. Vielleicht einfach habe ich nur schlecht gespielt. Also im Original, nicht im Vorgänger. Ah, jetzt habe ich eine gute Stelle gefunden, wo ich schnell farmen kann. So, sind wir kurz so gut wie voll. Jetzt können wir das schnell speichern, dass wir beim nächsten Mal nicht mal nochmal das gleiche machen müssen. Da
oben gab es natürlich noch eine Tür, in die ich nicht gegangen bin. Nicht, dass da etwas vorhanden war, das uns geholfen hätte. Jetzt können wir auch mal schnell überbrücken gehen. Gespeichert haben wir ja. Neue Metroids scheinen auch nicht mehr zu kommen. Jetzt, wo ich einmal durch bin. So, geschafft haben wir es ja direkt. Oh, okay, hier gab es nur eine Speicherstation. Dann können wir halt durch. Rennen, durchrennen. Okay, extra abgesichert. Oh Gott, ich habe es so langsam verstanden, aber es ist sehr nervig. Sehr, sehr nervig ist das. Auf jeden Fall. Oh ja. Dass man hier auch nicht direkt aus der Lava wieder raus kann, das ist sehr nervig. Thank you.
Ah, das ist so nervig. Ich weiß aber überhaupt gar nicht so richtig, wie ich den besiegen soll, weil ich immer von irgendwas in die Lava geschmissen werde. So. Vielleicht kann ich auch einfach durchsprinten. Na gut, wäre auch zu schön gewesen. Ich finde es ja gar nicht mal so schlimm, dass ich nicht immer ab und zu in die Lava falle, wenn ich dann wenigstens wieder rauskommen würde. Ich weiß einfach nicht, wie ich das schaffen soll. Ja. Ich meine, ich kann versuchen, die roten einzufrieren. Das geht. Ich habe es, glaube ich, jetzt verstanden, wie ich es machen kann. Es ist aber extrem schwer.
Es schubst mich halt auch immer. Durch die ganze Map. So. Okay. Okay. Oh, hey, geschafft. Endlich. Geht's da unten noch irgendwo lang? Okay, ich verstehe. Und meins geschafft, gerade so. So lange hatte ich jetzt auch nicht mehr Zeit, ich bin ziemlich oft runtergefallen. Meine Flucht ließ mich wehrlos zurück. Ich verlor meinen Power Suit. Zu meinem Schutz blieb mir lediglich meine eher nutzlose Notfallpistole. Es mag wahnsinnig erscheinen, mit dieser Bewaffnung in das Mutterschiff der Weltraumpiraten einzudringen. Doch ich hatte keine Wahl. Würde ich lange genug überleben, um entkommen zu können? Eine Handlaserwaffe mit Aufladeautomatik. Betäube Feinde mit aufgeladenen Schüssen. Okay. Das ist noch nicht ganz vorbei. Dann schauen wir mal. Scheint es ja was zu geben.
kommen wir nicht rein. Ich würde gerne halt noch einmal speichern können. Dann mal die Weltraumpiraten, gegen die aber noch gar nicht kämpfen müssen. Oh, hier, da haben wir auf jeden Fall eine ganze Karte. Das heißt, wir sind noch nicht fertig mit dem Let's Play. Okay. Speichern, ja. Speichern abgeschlossen, okay. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Dann werden wir wahrscheinlich noch maximal 2 Folgen brauchen, dann sind wir fertig. Auf Wiedersehen.